Hier spricht Oskar, das ist wieder folgenreich mit The Last Remnant. Danke nochmal an Daniel. Wir sind weiterhin in Atulum unterwegs. Ich wollte mich noch ein bisschen umschauen, bevor gleich die große Party steigt oder auch nicht. Und ich mich dazu entscheide, weiter zu Level oder sonstige Dinge zu tun. Denn es ist gefährlich. Wer bist du und warum bist du? Herr Rush, Dr. Marina erwartet dich in der Burg Atulum. Es scheint dringend. Dann gehen wir mal dahin. Wer? Der Hudefucke? Achso, ups, meine Moody! Hupila! Rush, da bist du ja. Hast du einen Moment? Wie du weißt, wurde deinem Marquis-Freund von Herzog Gore aufgetragen, Artefakte aus aller Welt zu sammeln. Nun habe ich mir überlegt, wie ihr das am besten anstellen könnt. Ich glaube, dass ich auf eine ganz gute Idee gekommen bin. Du kannst die Tafel von Marshall nehmen. Mit ihr kannst du ungebundene Artefakte zu Talisman machen und sie mit dir nehmen. Wenn sich die Artefakte in unserem Besitz befinden, heißt das, dass der Oberer sie nicht in die Finger bekommen kann, oder? Auf jeden Fall müssen wir zuerst die Tafel an uns bringen. Sie sollte noch immer in Marshallton sein. Rush, du kommst doch mit, um sie zu holen, oder? Ne, Sigi, komm ich mit. Danke, mein Schatz. Lass uns nach Marshallton gehen. Eine Herzensangelegenheit. Mauke, von mir aus. Wohin gehen wir genau? Oh nein, wir müssen dahin gehen. Wir müssen wieder zurück an diesen Ort, wo der Torwächter vorsteht. Ah, am wenigsten haben wir alle unsere Leute dabei, sonst ist das alles nicht ganz so schlimm. Hups, jetzt habe ich mich ja fast berühren lassen von dem Wichtel. Das ist mir aber peinlich. Auf geht's. Ja, stimmt, da war ja noch was im kritischen Vorteil. Au. Sind das nur die? Ja, ich finde auch, wir sollten die nicht so hart rannehmen. Habt völlig recht. Daneben. Ich habe mich gar nicht konzentriert. Na gut, da können wir ein bisschen in Man-Mode, können wir ein bisschen über den Zins reden. Also, ich mag das Ganze ja... Oh, nice. Ich mag das Ganze ja... Ups. Ich mag das Ganze ja extrem gerne. Und... bin ja immer noch ein großer Fan von dem ganzen Spiel. Ich verstehe, hier und da ist das natürlich ein bisschen langwierig. Und ich meine, das kann man natürlich ein bisschen... Man kann dem ein bisschen entgegenwirken, indem man wirklich sagt, man geht rein auf die Story ein. Weil das Spiel passt sich ja dem Schwierigkeitsgrad ein bisschen an. Und damit kann man die meisten Situationen... Damit kann man die meisten Situationen ganz gut auch mit ein bisschen Erfahrung hinkriegen. Und wenn man verstehen würde, wie das funktioniert mit den komischen, mit den komischen Strategien, die man einsetzen kann, wie unsere Gruppe steht mit der Formation. Aber anscheinend müssen wir uns hier keine Sorgen machen, hier durchzukommen. Ich bin gespannt, ob da hinterher nochmal ein Boss wartet. Weil ich meine, in der Theorie war das ja auch ein Artefakt. Wichtelschnurhaare nehme ich mit. Und ich gehe auch sonst, glaube ich, nirgendwo mal gucken. Das Gute ist natürlich, dass die Kurbel wieder in die richtige Stelle gebracht haben. Puh. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, wir können gegen die kämpfen. Ich habe das Gefühl, wir brauchten irgendwelchen Loot von denen. Und hier in dieser Höhle, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wo wir die vernünftig farmen können. Zumindest können wir es ja einfach mal versuchen. Einfach mal irgendwas machen. So zum Beispiel. Ich meine, 1000 Schaden kriegt hier jeder hin. Oh mein Gott. Overkill. Das einzig Blöde finde ich, man müsste ein oder zwei Leute zu seinen richtigen, hört sich blöd an, aber zu seinen Schritt machen, den man dann die Ausrüstung auch selber bestimmen kann, das wäre ganz nice. Ich weiß natürlich, dass man dem Spiel, beziehungsweise dass man mit dem Cheat alle Leute ausrüsten kann, wie man will, aber das finde ich auch wieder blöd. Ihr wisst schon, warum ich das sage. Ich meine, das ist die Spielmechanik, die soll ja so bleiben. Aber hier und da denke ich... Hä? Was bist du für einer?
Ach ja, ich komme nicht von da. Okay, ich sehe schon. Oh, bist du schnell. Wir rennen einfach durch. Ich will nicht gegen die kämpfen. Muss mal eben gucken, wo lang. Okay, das sieht alles ganz easy aus. Wir müssen uns nicht unbedingt einen fertig machen hier. Sollte eigentlich nichts im Wege stehen. Und vielleicht haben wir die Glück hier noch, vielleicht haben wir das Glück, das ein oder andere Interessante noch zu finden. Aber Kelleisen ist eigentlich ganz interessant. Was müssen wir eben kurz hier bleiben? Ich glaube, da brauchen wir noch ein oder zwei Stücke von, um irgendwas aufzubessern. Mir scheint so. Zehnerkette. Nice. Oh, geil. Einfach Kelleisen. Nice. Das hat sich ja fast gar nicht bis überhaupt nicht gelohnt. Sagt man auch. Das freut mich natürlich. So, lass uns mal gleich da durch die Tür rutschen und rauschen. Hier müssen wir überall nirgendwo hin. Das ist auch alles okay. Dann lass uns mal die Tür aufmachen. Ich frage mich auch, wer die immer wieder zumacht, die Türchen. Ne? Nur mal so als Frage am Rande. Wer die Türen wieder zumacht und wer auch die Kurbeln... Also gut, auf der anderen Seite, die Kurbeln machen vielleicht Sinn, dass die in die Richtung sind, weil wir mussten ja auch irgendwie wieder hier raus mit Emma. Das verstehe ich also doch. Hm. Aber das andere verstehe ich halt nicht so ganz. Dass man auch die Türen wieder zumacht. Ich meine, wofür? Ich dachte gerade, der geht in beide Richtungen langsam. Verdammt, ich bin wirklich... Ah, ich will nicht gegen die kämpfen, ich bin so unmotiviert. Was ist denn los? Ich will nicht kämpfen. Aber es ist cool mit der, dass man hier die Gondel auch wenn die Gondel so riesig ist, dass man sich einfach denkt, wie klein wir Menschen sein müssen. Ich denke, da kriegen wir nichts so viel. Jo. Und dann können wir gleich weitermachen. Ich will nicht gegen die kämpfen, Mann. Ich wollte jetzt einfach weggehen. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass da jetzt doch ein Gegner war. Aber wir klicken das jetzt einfach durch. Ja, also ich habe echt die Überlegung, die anderen Gruppen noch mal ein bisschen anders umzugestalten. Weil ich meine, wir haben eigentlich nur Kriegshelden dabei. Ich weiß, dass das sonst... Das ist natürlich cool, wenn man nur Helden dabei hat. Aber, weil die alle auch cool aussehen und so. Und weil die alle einfach nice sind. Ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Die sind einfach nice. Aber auf der anderen Seite muss ich einfach gestehen. Okay, was auch immer. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, manchmal einfach freie Charaktere zu wählen, die dann genau die Waffen haben, die ich möchte. Und nicht nur das Aussehen haben, was ich ganz cool finde, weil ich wünschte, dass die Glennis bei uns in der Gruppe, dass die einfach einen Zweihänder hätte, anstatt ein einhändiges Katana. Kann ja auch ein zweihändiges Katana. Das kann mir ja egal sein. Ein Tashi oder so heißt das dann. Ich meine ja nur, aber nee, wollen wir nicht. So, das wollen wir ja nicht. Das wäre ja zu anstrengend. Wenn wir wirklich was hätten, was interessant wäre. Wollt ihr mich wirklich angreifen? Kommt, Leute. Das ist doch total pointless. Normalerweise müssen die vor uns weglaufen, gerade diese Wichtelfiecher. Weil die einfach merken, dass wir viel stärker sind als sie. Ich meine, behaupte ich jetzt einfach mal, dass die das merken sollten. Ich meine, es sind Tiere oder Monster. Oh mein Gott, du bist schon hier. Das ist ja interessant. Du bist hier. Bist du bereit, sodass ich die Tür öffnen kann? Eine Sekunde noch. Ich möchte gerne speichern oder so. Also kommt dieses Monster nochmal und es ist heftiger als zuvor? Oder was ist hier der Plan? Ich hoffe es einfach. Ich bin bereit. Du kannst das Siegel lösen und wir gucken einfach mal, dass dieses Viech da wieder hinter ist. Und dann nehmen wir das mit, weil das die Tafel bewacht, oder? Naja, zumindest ist die Barriere aufgelöst. Ich meine, was sollte sonst drin sein? Die Barriere gibt es ja, die ist ja noch intakt. Ja, wieder dieses Viech.
Dies sind die Wächter von Marshalton, Mulan Sin und Miram Sin. Sie bewachen noch immer die Tafel, die dieser Stadt gehört, wie sie es seit Generationen tun. Mit anderen Worten, wir müssen sie bezwingen, wenn wir die Tafel an uns nehmen wollen. Besser gesagt, du musst. Ich kann mich dieses Mal nicht einmischen. Dies musst du allein erledigen. Geh jetzt, Rush. Nimm diese Herausforderung ehrenhaft an. Zeig mir, was für ein Mann du aus dir geworden ist. Ja, geh, mein Sohn. Geh und lass dich von dieser riesigen Kreatur umbringen. Ist schon okay. Ich vertraue dir völlig. Ich guck auch diesmal nur zu. Auf geht's. Ich mag die Mucke. Aber was ich noch mehr mag, ist, wenn Boss aufs Maul kriegt. Also go. Natürlich müssen wir anfangen. Wir haben schon einmal gegen den gekämpft. In der Theorie sollten wir wissen, wie viel Leben der hat. Aua. Oh mein Gott. Die wurden auch getroffen, echt? Finsternis 2, ja, ich bin ja richtig begeistert. Ich möchte den als Kollegen haben, ich möchte den in meine Gruppe. Ich möchte den in meine Gruppe nehmen. Ich hoffe, die können nur zweimal. Oh mein Gott. 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 Säuredetonation. Noch mehr Mehrfachblockade. Schon wieder Säuredetonation. What? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich vorher gespeichert. Okay, bringt sie zurück. LP hochhalten. Einfach mal dranbleiben, bitte, Freunde. Die sind ganz schön heftig. Die sind ganz schön heftig. Warum heben wir so eine Gruppe auf? Können wir nicht erstmal Leute aufheben, die auch heilen können oder so? Dreht den Spieß um. Go! Stärkungskraut 3, Himmelsflug 3. Oh, oh, oh. Kneift die Stahlbacken aus Arsch zusammen. Die Attacke kannten wir ja schon. Oh mein fucking Gott. Mächtiger Brecher 3. Sehr cool. So, lass uns mal diese Gruppe aufheben. Die können wenigstens irgendwas. Belebungskraut 2. Ich hoffe, dafür benutzen wir jetzt nicht mehr Kräuter oder so ein Blödsinn. Ich meine, David mit 134 AP sollte gleich die Möglichkeit haben, diese komische super Verzauberung zu machen. Schön geheilt. Oh mein Gott, Stärke plus. Und Zeitverdopplung. Oh mein Gott. Die gebuffteste Gruppe, seit es Duplos gibt. Dreht den Spieß um. Dreht den Spieß um. Kämpft und besiegt dieses Monster. Autsch. Mächtiger Doppelschlag 3. Los, Paulsen. Er lernt wenigstens ein bisschen mehr. Das finde ich gut. So, endlich. Am Ende des Tages wird auch endlich mal die Hauptgruppe wiederbelebt, weil daran hat niemand Sinn gesehen, das zu tun. Oh, Jürgen kann auch ein bisschen heilen. Sehr gut. Ich meine ja nur. Fast 10.000. Das war gut. Das war gut. Will ich mich nicht beschweren? Blaster. Ich weiß nicht, was es ist. Ich möchte es nicht erleben. Töte ihn vorher. Ich weiß nicht, wie tu es einfach. Das war kein Problem. Wir greifen volle Möhre an. Ihr bleibt auf den Beinen. Ihr improvisiert. Ihr könnt abwehren? Na, von mir aus. Und ihr könnt den Spieß umdrehen. Warum habe ich eine Gruppe, die tankt? Fegefeuer hört sich schwierig an. Oho.
Ist hier jemand gestorben? Anscheinend nicht. Die Damitsgruppe heilen. Oh mein Gott, sie ist so clever, dass sie die Leute drumherum heilt. Muss ich ja mal sagen. Oh mein Gott. Finde ich auch, dass er den Schlag verdient hat. Der hat sich einfach. Der ist einfach ausgewichen. Ich meine, er ist riesengroß. Oh, ein Flankenangriff. Wird doch Zeit. Okay. Knapp 20.000 Schaden. Hier nochmal eine Bereitschaftsgruppe. Greift von der Seite an. LP hochhalten. Improvisieren. Halt die anderen. Was auch immer. Bereit? Ja. Die Frage ist wirklich, wie viel. Die Frage ist wirklich, wie viel Leben der jetzt hat. Und wie viel er. Also, ich meine, wir waren vorher hier zu zweit und mussten das irgendwie wenigstens ein bisschen überleben. Oh, Mann. Vergesst auch euch nicht zu heilen, Leute. Und Davids Gruppe heilen ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, kann man mal machen. Todsicher. Vorsicht, Bautzen. Hab ich dir gesagt, Bautzen. Dann wollen wir mal. Oh, wirklich? Ja, das hab ich verdient. Oh, der ist ja schon im roten Bereich. Kein Ding. Hack ihn nieder. Hack ihn nieder. Nicht beleben. Das ist kein Niederhacken. Das ist ab. Toller Flankenangriff, Leute. Woo. Wir improvisieren mal mit der letzten Gruppe. Kann ja nie schaden. Oh ja, der Gegner ist verätzt. Sehr gut. Das war's mit seiner Rüstung für diese Runde. Würde ich jetzt mal behaupten. So war das. Und gerade bei ihm, der. Au, das hat wehgetan. Ja, jetzt kriegt er richtig Damage. Ich weiß nicht genau, wie du dem ausgewichen bist, aber gut gemacht. Solange er dem nicht ausweicht. Gut blockiert. Dass er dem Gift widersteht, war jetzt nicht so untypisch. Oh mein Gott. Glenny! Was soll denn das? Wir sind hier in einer guten Vorteilposition. Box ihn! Oh mein Gott, das war schnell! Warum sind diese Angriffe so schnell? Sehr gut. So langsam müsste der aber mal. Beende es mit Omnischlag. Greif von der Seite an, was auch immer ihr tut. Tut es einfach. Auf geht's. Oh nein, todsicher. Irgendjemand Stahlbacken aus Arsch zusammenkneifen. Jetzt. David. Naja, gut. Passiert in den besten Familien. Das war ein Umfeld. Das war's. Ich mag den so sehr, den Typen. Folgen jetzt. Beleben 3, okay. Der ist. Stärken 2, okay. Der ist nicht mal. Totaltrank 2, Brecher 3, Stärkungsport 3, Kristallschädel einen. Oh, und ein Artefaktfragment. Oh, das will ich alles haben. Erhalten Tafel. Erhalten Namul Niram. Mit dieser Tafel kannst du Artefakte in einem Talisman verwandeln, so wie eben. Natürlich kannst du die Tafel nur auf ein leeres Artefakt anwenden, eins, das ungebunden ist. Eigentlich wollte ich die Tafel nicht von hier fortbringen, aber so wie die Dinge stehen, gibt es keinen anderen Weg. Rush, die Zukunft der Artefakte der Welt, vielleicht gar der Welt selbst, liegt in deinen Händen. Ich bete für deinen Erfolg. Trotz dieser gewichtigen Ansprache übertreibe es nicht, okay? Achte nur darauf, dass du in einem Stück wiederkehrst, verstanden?
Die Marshall-Tafel. Oh mein Gott, wir haben das beste. Wir haben das heftigste Artefakt der Welt. Platinum-Erz von mir aus. Schwermetall von mir aus. Dickes. Naja, weiß ich nicht. Da habe ich die. Da. Göttliches Dragonit. Das hört sich so an, als ob man das gebrauchen kann. Ruderfisch-Tentakel. Ja. Außerdem. Ja, sorry. Außerdem, ja. Von mir aus. So. Sonst noch irgendjemand mit irgendwelchen Fragen? Ja, okay. Das war's mit dieser Folge The Last Remnant. Ich freue mich schon auf die nächsten und würde sagen, schaltet doch einfach wieder beim nächsten Mal rein.